Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right Review Videomagazin. Diese Wagen kennt ihr wahrscheinlich in etwas dunkler, denn wir sind im Movie Park Germany, um genauer zu sein, Backstage bei Van Helsing's Factory. Und was es hier alles zu sehen und zu erleben gibt, seht ihr jetzt in diesem Video. Hier kann ich auch schon zeigen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir die alten Kinos benutzt haben. Auch alles Autoteile, die wir dann da aus diesem... Wir haben drei große Container aus Texas bekommen mit Autoteilen und mit den ganzen Buicks und Cadillacs. Und alles, was wir an zusätzlichen Autoteilen hatten, haben wir dann hier noch benutzt zur Thematisierung. Wir schon, wenn wir sowas machen, sehr detailreich sind und jetzt nicht einfach nur hier die Scheiben schwarz pinseln, sondern wirklich auch hier jetzt die ganzen Autoteile reinpacken, um da wirklich sehr viel Authentizität mit reinzubringen in die Attraktion. So, das heißt, wir haben jetzt hier im Prinzip einmal einen alten Vorführsaal, den wir genutzt haben, weil das baulich war es ja eine Herausforderung, wirklich, ihr seht das, sind diese ganzen Trennwände sind alle aus diesen Betonelementen und baulich war es natürlich eine extreme Herausforderung, die ganze Infrastruktur, die wir neu einbringen mussten. Wo integriert man die? Ne? Das heißt, wir haben also wirklich die gesamte Klima- und Belüftungsanlage, die haben wir auch in dieses alte Vorführkino eingebaut und eben halt wirklich auch hier den Pre-Show-Bereich. Aber es ist wunderbar, hier kann man sehen, diese terrassierten Ringe des alten Vorführkinos, der Gremlins-Attraktion. Und dann haben wir wirklich selbst die Deckenplatten, das ist alles noch original. Und dann haben wir quasi in diesen Vorführraum, haben wir dann einfach den Pre-Show-Raum mit eingebaut und einfach durch die Betonwand dann einen Durchbruch gemacht, beziehungsweise das aufgebrochen und dann... die Scheibe reingesetzt, die man dann aus der Q-Line kennt. Wow. Einmal hier rumlaufen. Ach krass. So, das heißt, guck, da hängt noch die alte Leinwand. Das ist ja verrückt. Ja. Ja, es halt, gibt so ein paar Sachen hier, wo wirklich, die wir baulich ganz gut hinbekommen haben, wo man überhaupt nicht erkennt mehr, wo der Ursprungszustand des Gebäudes war. Auch der Hot Rod hier ist ganz cool. Sieht natürlich aus wie ein echter Hot Rod, ist aber gar kein Hot Rod, ist halt wirklich nur mit Fiberglas ein Modell gebaut, damit wir das wirklich auch aber auf eine Original-Hebebühne bauen konnten. Und dann hat man die Leinwand hinten mit angebracht. Hier steht der Beamer dann normalerweise. Die sind jetzt alle in der Winterwartung und dann kommt der Beamer drauf und dann haben wir hier das Geld. Du kannst gerne mal, wenn du möchtest, hier um die Ecke gucken. Kann man eigentlich ganz gut sehen, wie es funktioniert. Ne? Wir haben halt jetzt hier, haben wir halt wirklich oben den Showbeleuchtung, die Monitore. Hier haben wir den Durchbruch gemacht durch die Betonelemente, die Scheibe eingesetzt, sodass man wirklich, dass es aussieht wie eine alte Autowerkstatt. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein ziemlich cooler, wenn auch simpler, aber ein ziemlich cooler Effekt. Und auch die ganzen Schrottteile, die alle hier liegen, sind auch alle dann wieder von dem Autofriedhof in Texas. Krass. Nur der Hot Rod nicht, der ist halt wirklich aus Fiberglas. Da muss man ein bisschen tricksen, aber fällt wahrscheinlich keinem auf. Tatsächlich jeder Raum immer ein Vorführkino war. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir wirklich auf diese terrassierten Betonringe haben wir dann einfach nochmal normalen Beton aufgebracht. Und deshalb ist der Boden in der Q-Line hier auch schräg, weil darunter noch die alten Betonstufen sind. Also das ist die einfache Erklärung, warum das hier nicht plan ist. Ja, hast du das schon mal gesehen, ne? Diese ganzen Pentagramme und dieses Help Me und dass man wirklich diese ganzen Kleinigkeiten in den Wänden auch wirklich damit reingebracht hat, weil wir überall so kleine Gimmicks mit reinbringen wollten, was den Leuten wahrscheinlich dann meistens gar nicht auffällt, wenn sie hier... Gucken wir uns den Maintenance-Bereich zum Schluss an. Ja, hier kann man vielleicht sehen, dass die ganzen Container, die hier drin stehen, dass das gar keine richtigen Container sind, dass das wirklich alles nur Holzplatten sind, die wir entsprechend lackiert haben, dann mit den Holzstangen davor. Boah, ich finde, das haben die Jungs ganz gut gemacht. Ja, aus wie, wenn du hier im Dunkeln langfährst. Denkst du, das sind wirklich echte Container, aber so. Dann kommen wir jetzt in den Bereich der Ausfahrt bzw. des Exits. Es ist halt im Prinzip, beim Exit hast du sofort quasi, das ist die Rückseite, wo der Kran auch steht. Wir haben es halt damals bei der Planungsphase auch wirklich immer so überlegt, was macht auch Sinn, welcher rückwärtige Bereich passt auch zum vorderen Bereich, damit man das wirklich auch thematisch nochmal wunderbar abgrenzen kann. Und deshalb ist im Prinzip jetzt hier die Rückseite vom Schrottplatz, den wir angedeutet haben,
mit dem Stacheldraht. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir nicht alles schwarz abhängen, sondern dass das auch alles einen Bezug zueinander hat, um einfach diese thematische Dichte dann hinzubekommen. Wie seid ihr denn schon der Planungsvorgang? Erst Layout und dann, wie ihr es gestalten wollt oder andersrum? Nee, tatsächlich war es so, dass wir, und das werdet ihr ja gleich noch sehen, wir haben noch ein paar bauliche Restbestände in der Attraktion integriert, von der alten Gremlins-Attraktion. Und demnach war es erstmal extrem wichtig, dass wir das Layout in das Gebäude integrieren mit allem, was wir haben wollten, mit den Lift-Elementen. Und deshalb mussten wir auch hinten beim zweiten Lift auch nochmal das Dach öffnen. Und da wussten wir aber dann auf jeden Fall auch anhand des Layouts, was zu tun ist. Und dann, als das Layout dann eingebracht war auf die bestehende Gebäudestruktur, da gab es auch ein paar Herausforderungen. Und dann hat man sich erst entschieden, die Thematisierung rumzubauen. Okay. Also das kam wirklich zuletzt. Ne? Wir wussten zwar, das Grundthema war uns bekannt, aber die ganzen Details und dieses Feintuning in der Thematisierung haben wir dann wirklich erst gemacht, als das ganze Layout feststand. Wenn du ja schon die zwei Lifte ansprichst, warum zwei Arten von Liften? Einmal Kettenlift und einmal Reibradlift? Der Reibradlift, da war es uns wichtig, weil wir oben die Leinwand haben, dass der einfach auch ein bisschen schneller ist, weil wir den Effekt erzielen wollten, dass man wirklich etwas schneller auf diese Projektion zufährt. Mhm. Und das wäre mit dem Kettenlift nicht gegangen. Und zum anderen war beim Kettenlift natürlich auch immer, oder mit Kettenliften generell ist immer das Problem, ist die Geräuschentwicklung. Und weil wir da Media-Content haben mit Sound, wäre der Kettenlift eher kontraproduktiv gewesen. Und deshalb haben wir uns aufgrund der Geschwindigkeit und auch aufgrund der Projektion haben wir uns dann entschieden, dafür ein Reibrad. Und warum nicht beides Reibrad? Das sind dann auch sicherlich Budgetgründe. Okay. Ne? Also so ein Kettenantrieb ist dann manchmal dann auch etwas budgeteffizienter als ein Reibradantrieb. Da hast du einen Motor, bei Reibrädern hast du an jedem Rad einen Motor. Genau, genau. Okay. Auch wir gucken natürlich auch mal, welche Wartungsintervalle haben solche Antriebsarten. Und das ist immer, man wägt immer mehrere Faktoren ab bei so einer Entscheidung. Aber hier war es wirklich primär die Entscheidung zu sagen, okay, wir brauchen halt keine große Geräuschentwicklung, wir brauchen etwas mehr Speed. Und dann haben wir uns dafür entschieden, ja. Ja, hier stehen wir jetzt vor der größten Herausforderung. Ja, aber so langsam haben wir sie im Griff. Also ich denke, die letzte Saison sollte gezeigt haben, dass das, es gab zwar immer noch mal ein paar Ausfälle, aber das ist halt auch sehr wartungsintensiv. Ne? Ist leider nicht ganz so einfach und im täglichen Betrieb. Das Ding steht ja wirklich, wenn wir 200 Saisontage haben, 200 Öffnungstage, dann ist es natürlich auch wirklich 200 Tage in Folge in Betrieb. Aber und was haben wir ja eigentlich hier? Das haben wir jetzt gar nicht gesagt, wir beide wissen es aber. Natürlich, Dennis, du bist der Experte, deshalb habe ich gedacht, du erklärst das nachher deinen Zuschauern, aber okay. Wir sind jetzt an der Rückseite der Nebelwand, quasi das Schlusselement, bevor man in die Station wieder einfährt, in den Unload. Und so sieht das halt rückwärtig aus. Nicht ganz besonders spannend und schön, aber man sieht es auch nicht mehr und deshalb, es verschwindet natürlich auch nachher im Dunkeln. Deshalb haben wir auch nur die Seitenteile noch mit thematisiert von dem Torbogen. Aber das war eine ganz gute Idee, das dann so verschwinden zu lassen und mit der Thematisierung zu kaschieren. Und ja, wir haben auf jeden Fall so unsere Herausforderungen mit dem Teil, aber haben es jetzt, glaube ich, ganz gut im Griff. Also die letzte Saison hat gezeigt, dass es sehr gut wieder funktioniert und dass wir die Tücken, die uns technisch da aufgegeben wurden, dass wir jetzt gut gelöst haben. Ja. Perfekt. So. Die Epoche, in der das spielt, will man halt so wieder mit reinbringen. Und sind viele Kleinigkeiten, die so bei der Fahrt, wenn man das erste Mal fährt, das vielleicht nicht kennt, gar nicht so auffallen. Aber das war uns wirklich wichtig, gerade bei der Thematisierung, dass wir ganz viele Sachen mit reinbringen, die auch wirklich so ein Detailreichtum nachher wirklich für den Gast widerspiegeln. Hier kann man ganz wunderbar sehen, dass die Autos von hinten natürlich alle komplett mit der Struktur, also nicht mit der Struktur der Bahn, die haben eine eigene Stahlunterstruktur, eigenes Stahlskelett, auf dem die ruhen. Aber hier kann man ganz wunderbar sehen, dass die alle miteinander verschweißt sind. Ne? Also das ist natürlich auch Thema Sicherheit, spielt immer eine ganz große Rolle. Das sieht zwar aus, als wären die alle aufeinander gestapelt, aber jedes Auto ist mit dem jeweils anderen verschweißt. Und hier kann man sehen, wie dick die Stahlträger sind, die diese gesamte Konstruktion rechts und links des zweiten Lifts dann auch halten. Und ja, da sieht man auch diese wunderschönen Autos. Ne? Also es ist wirklich, wir haben hier circa 25 Autos verbaut, die sind alle aus Texas gekommen. Also da haben wir wirklich einen alten Autofriedhof geplündert und ja, als sie hier ankamen, da blutet einem schon das Herz, ne, wenn man so schöne alte Autos sieht, aber deshalb finde ich es ganz gut, dass wir sie hier auf, sie waren ja schon kaputt und verrostet, aber dass wir sie trotzdem hier jetzt quasi auf eine ganz wunderbare Art und Weise konserviert haben und ja. Zweites Leben eingehaucht. Zweites Leben eingehaucht, genau. We'll be right back.
Das sieht man jetzt von hier oben so schön, dass die Bahn komplett auf Sohle steht. Ja. War das von vornherein geplant oder gar nicht möglich, die hier mit dem Untergrund zu verschrauben? Doch, wäre möglich gewesen. Aber der Aufwand, quasi das Gebäude mit den Fundamenten, wir wissen ja, bei Achterbahnfundamenten, die müssen relativ tief sein, im Boden verankert sein. Und wir haben das dann statisch berechnet, dass es sicherlich so die Option deutlich besser ist, weil wir dann quasi keine komplette Verankerung mit dem Gebäude haben. Das heißt, die Bahn steht wirklich komplett autark im Gebäude, was sowohl für die Gebäudestruktur besser ist, weil wir keine Schwingungen auf die Gebäudestruktur übertragen, und doch auch für die Festigkeit des Bodens. So haben wir einen deutlich besseren und langfristigeren oder nachhaltigeren Stand der Bahn gewährleistet, als wenn wir das normal in Beton gegossen hätten und ins Erdreich versenkt hätten. Also von daher ist das die deutlich bessere und optimalere Option gewesen für uns. Was ganz lustig ist, dass wir tatsächlich hier noch wieder alte Elemente haben aus der Gremlins-Attraktion. Hier kann man wirklich wunderbar sehen, wo wir die alten Kulissenelemente getrennt haben, wo wir die rausgenommen haben. Und hier, die Leute können sich sicherlich noch an die ganzen Hochregale erinnern mit den alten Filmrollen. Und hier war eins, das wir dann nicht rausnehmen mussten. Das konnte so stehen bleiben. Das haben wir dann im Prinzip einfach nur schwarz angestrichen, lackiert und fällt keinem auf. Aber wenn die Leute, ne, fährst im Prinzip ganz close an dem alten Regal vorbei, in dem früher die Filmrollen standen. Es ist halt schön, dass man immer noch so ein paar alte Artefakte aus der Ursprungsattraktion wiederfindet. Das ist dann immer so für uns auch immer ganz schön, eine kleine Gimmicks. Aber ich zeig dir gleich noch was viel cooler ist. Wunderbar sehen, dass wir das Dach in einem 45-Grad-Winkel nach oben anheben mussten, damit die Leinwand Platz findet und damit der Winkel, wenn man den Lift hochfährt, damit man wirklich auch exakt den Winkel so berechnet hat, dass man dann auch auf die Leinwand gerade gucken kann, um dann letztendlich vor der Schlussabfahrt dann nochmal diesen Media-Content einbringen zu können. Also da war so ein bisschen Diskrepanz zwischen Lifthöhe und Decke und deshalb mussten wir die Decke da komplett anheben. Und wer mal im Riesenrad sitzt oder wer wirklich im Highfall Tower sitzt, der sieht, dass das Dach oben einen so einen ganz großen Buckel hat und das ist genau die Leinwand hier oben vor dem zweiten Lift oder nach dem zweiten Lift. Der alten Attraktion. Wir hatten ja den Feuertruck vom Los Angeles Fire Department. Den haben wir im Prinzip einfach nur, damit der natürlich jetzt hier auch auf Sichthöhe der Besucher und der Gäste ist, haben wir quasi eine Stahlunterkonstruktion gebaut, die wir dann mit Beton, mit Rockwork verkleidet haben. Und das ist wirklich im Prinzip noch der alte Firetruck, so wie er vorne im Exit-Bereich der alten Gremlins-Attraktion gestanden hat. Krass. Nur mit neuen LED-Lichtern ausgerüstet. Übrigens aber wirklich ein original amerikanisches Feuerwehrauto. Also das ist jetzt kein Fake oder irgendwas aus Fiberglas, sondern der ist wirklich original. Krass. Wir sind jetzt in Kirchhellentown. Ja, so ein bisschen wollen wir natürlich auch immer mit unserem Standort spielen und passt natürlich mit Hell. Passt natürlich Kirchhellen immer wunderbar und deshalb haben wir uns auch einen kleinen Spaß erlaubt, auch das Schild hier mit reinzubauen und so ein bisschen diese Verquickung zwischen amerikanischer Storyline und aber doch unserem Standort. Deshalb steht das Schild da. Ja gut, hier haben wir jetzt im Prinzip einfach dieses wilde Maus-Element, was wir mit reingebaut haben, ne? Quasi auch mit dem Höhenversatz. Und das mache ich auch. In absoluter Dunkelheit. Soweit das möglich ist, ja. Hier war uns auch wichtig, dass wir hier vorne in dem Bereich, deshalb haben wir das Fenster da vorne eingebaut, dass wir diesen Effekt haben, dass der Zug, wenn der im Prinzip hier an den Scheinwerfern vorbeifährt, dass wir wirklich immer den Schattenwurf, weil gegenüberliegend ist natürlich vis-à-vis direkt die Station, der Load,
und dass wir immer den Schattenwurf von dem Zug haben auf dem Fenster. Ne? Deshalb ist halt auch dieses große Fenster da drin. Das war uns ganz wichtig, weil das auch nochmal so ein ganz cooles thematisches Highlight ist, wenn einfach immer der Schatten so vorbeifährt, um einfach so ein bisschen Dramaturgie und Spannungsaufbau schon für die Gäste zu haben. Vor allem, wie man es auch in der Pre-Show schon sieht, dass immer im Hintergrund die Autos sind und genau, die flitzen. Genau, genau. Und das wollten wir hier quasi auch umsetzen und im Prinzip super simpel. Ne? Der Zug kommt um die Kurve, wir haben das Licht von hinten und hast du wirklich immer einen Schattenwurf auf die Scheibe da vorne. Nice. Kleine Details, aber das war uns auf jeden Fall wichtig, dass wir auch solche Sachen mit einbringen in die Attraktion. Da kann man jetzt ganz wunderbar sehen, wie wir anhand der Grundrisspläne natürlich das Layout als auch dann den Kulissenbau eingefügt haben in die schon bestehende Bausubstanz. Und wir wirklich versucht haben, das alles so zu integrieren, dass wir nicht komplett das Gebäude entkernen mussten, sondern wirklich dann die auch tragfähigen Wände, auf die wir dann auch auf der rückwärtigen Seite Kulissenteile aufbringen konnten, dass wir die haben stehen lassen, sodass wir im Prinzip jetzt die alte Wand haben, die nach hinten natürlich auch nochmal verkleidet ist, aber auf der Rückseite dann letztendlich dann auch wieder eine neue Thematisierung bekommen hat. Das heißt, wir haben im Prinzip die alte Grundstruktur genutzt und die letztendlich auch aufgepimpt und mit neuer Deko versehen und Thematisierung. Ja. Oberen Querverstrebung und die, diese Wand, wo das Zone draufsteht, dass das noch die alte Originalwand war, die quasi so bestehen geblieben ist. Und die anderen Wände haben wir dann einfach wieder angeschrägt davor gesetzt, um letztendlich auch dem Streckenverlauf des Lifthills zu folgen. Da sieht man nämlich ganz genau schön einmal den Bruch zwischen alter Gebäudestruktur und Thematisierung und dann der neuen Struktur, die wir dann letztendlich mit integriert haben. Muss man nur gucken, irgendwie mit dem Licht ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, der Pepper Ghost Effekt vom alten Gremlins, right? Ach Gott. Und wenn ihr reingeht, du kannst gerne reingehen, dann siehst du nämlich, dass oben die komplette Kulisse nochmal an der Decke ist. Ach, wie krass. Das ist doch krank. Selbst die zerknautschte Cola-Dose finde ich total cool, liegt da oben auch nochmal auf dem Schrank. Also es ist wirklich 1:1 so. Und hier waren die Spiegel an der Seite drin, damit man diesen Pepper Ghost-Effekt hier erzeugt hat. Das ist ja verrückt. Der eine oder andere wird sich sicherlich noch erinnern, wo die Gremlins hier die Kabel gehalten haben und dann quasi immer mit dem Strom sich gegenseitig gegrillt haben. Genau. Hier sieht man auch nochmal die restlichen Elemente. Das war dann im Prinzip der Exit-Bereich und da, wo der Exit-Bereich war, da haben wir jetzt den Maintenance-Bereich integriert, weil das natürlich wunderbar passt von der baulichen Substanz her, dass man das angrenzende Gebäude dann für den Maintenance-Bereich nutzt, aber das kann ich euch gerne auch nochmal zeigen. Sehr gerne. Siehst du, die sind ja alle dann noch im kompletten Gebäude sind die Schienen überall noch in den Beton integriert. Und das haben wir alles so belassen. Tada! Ist ein bisschen wie Kasperle-Theater, ne? So, Transferweiche für die Züge, damit wir zu Wartungszwecken die Züge in den Maintenance-Bereich einfahren können. Und ja, nichts großartig Besonderes, aber du kannst gerne nochmal mit hier hinkommen und dann nach Besuchstag, je nachdem wie voll es ist, dann nehmen wir schon mal welche raus. Aber eigentlich ist das hier eines der Fahrgeschäfte, wo du wirklich einen konstanten Fluss haben kannst. Wenn dir jeder reingeht, ist das besser. Deshalb, genau. Ja, ja. Nein, da sind wir auch ganz stolz auf das Fahrgeschäft, weil das wirklich echt. War schon eine budgetäre Herausforderung, aber wir haben wirklich das Maximale rausgeholt mit ganz vielen Ideen vom Team und mit ganz viel Herzblut auch wieder. Und ja, deshalb ist es so auch eins meiner Lieblinge. Neben Star Trek natürlich, aber so hier hängt auch mein Herz dran. Das war mein allererstes Projekt.
Und ja, bin ich schon sehr stolz drauf, da mitgewirkt oder mitwirken zu dürfen. Das ist, ja. So, das war unser sehr, sehr, sehr spannender und interessanter Ausflug zu Van Helsing's Factory im Moviepark Germany. Und nochmal hier an dieser Stelle vielen, 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 vielen lieben Dank an den Moviepark Germany dafür, dass wir das machen konnten. Vor allem nochmal Special Dankeschön an Manuel dafür. Das ist alles nicht selbstverständlich, was ihr gerade gesehen habt, dass man euch das so zeigen kann. Sehr spannend, sehr interessant. Und der Gerslauer Bobsled Coaster seit 2011 im Park sollten den meisten bekannt sein. Wenn ihr die Bahn schon gefahren seid, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, auch zu dem, was ihr jetzt gesehen habt. Und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen gesehen, wie viel Liebe zum Detail auch in dieser Anlage steckt. Und es ist halt eine meiner Lieblingsattraktionen im Moviepark und das schon sehr, sehr lange. Und ja, ich freue mich, dass das funktioniert hat, dass wir das machen konnten. Und es ist wirklich einer meiner Herzenswünsche, die jetzt in Erfüllung gegangen sind. Und ansonsten war es das jetzt mit diesem Video. Ihr abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Tag 18 Uhr gibt es ein neues Video. Und ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro, ist Ride Review Video Magazin. Peace.